Hi Leute, ich bin Sarah, ich komme aus Malsdorf und habe dieses Jahr mein Abitur gemacht. Ich bin vor kurzem 18 geworden und das heißt, ich darf dieses Jahr zum ersten Mal wählen gehen und da gehen bei mir die Alarmglocken an. Ich habe ganz, ganz viele Fragen und deswegen treffe ich mich hier heute mit Mario Scheier, um ihm ein paar Fragen zu stellen. Hallo Sarah, schön, dass du da bist und dass wir über das Thema Wahlen sprechen können. Also, am 26. September sind ja die Bundestagswahlen und ich habe irgendwie gehört, dass es dieses Jahr mehr zu wählen gibt. Stimmt das? Ja, du hast dir dieses Mal eine wirklich besondere Wahl ausgesucht, denn an dieser Wahl am 26. September wählen wir gleich drei Dinge auf einmal. Das Bezirksparlament, die BVV, das Landesparlament, das Berliner Abgeordnetenhaus und das Bundesparlament, den Deutschen Bundestag. Das heißt, ich wähle einmal für den Bundestag, für Berlin und für den Bezirk, aber ich habe gehört, ich habe bei manchen Wahlen auch mehrere Stimmen. Genau so ist es. Bei der Bezirkswahl hast du nur eine Stimme. Damit wählst du die Partei, die im Bezirksparlament vertreten sein soll. Aber schon beim Bund und beim Abgeordnetenhaus hast du zwei Stimmen. Die erste Stimme ist immer nur für die Person, die aus deinem Wahlkreis dich vertreten soll. Und die zweite Stimme ist für die Partei. Was ist denn der Unterschied zwischen der Erst- und der Zweitstimme? Bei der Erststimme kann nur einer in deinem Wahlkreis gewinnen. Es ist die Personenwahl und nur einer vertritt den Wahlkreis. Bei der Zweitstimme kannst du eine Partei wählen. Bei der Bundestagswahl sind das über 50. Okay, das heißt also, mit der Erststimme wähle ich die Person. Ich könnte also zum Beispiel dich wählen und mit der Zweitstimme die Partei. Aber die sind nicht abhängig voneinander, oder? Genau. Du kannst mit der Erststimme eine Person wählen von einer Partei. Das muss nicht die gleiche Partei sein, die du mit der Zweitstimme wählst. Das kann ganz unterschiedlich sein. Das heißt, mit der Erststimme gewinnt nur eine Person. Was passiert denn, wenn nicht der Kandidat gewinnt, den ich gewählt habe mit meiner Stimme? Das ist eine wichtige Frage, die du gestellt hast, denn es gewinnt nur einer in dem Wahlkreis, die Personenstimme, und alle anderen Stimmen verfallen leider. Und wie sieht das Ganze jetzt bei uns im Bezirk gerade aus? Bei uns im Bezirk ist das derzeitig ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Kandidaten der AfD, der Kandidatin der Linken, die aber gleichzeitig auf der Liste ihrer Partei ganz oben kandidiert und daher sicher im Deutschen Bundestag ist, und mir, der ich für die CDU für Marzahn-Hellersdorf direkt kandidiere. Das heißt, wenn ich dich wähle, dann hätten wir automatisch sogar zwei Abgeordnete im Bundestag aus unserem Bezirk? Genau so ist es. Wir hätten dann zwei Abgeordnete für unseren Bezirk im Deutschen Bundestag. Und mir ist wichtig, dass das kein rechter Hetzer ist. Danke dir, Mario, fürs Gespräch. Ich habe es mir deutlich komplizierter vorgestellt, aber es ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Und ich hoffe, ihr habt es auch verstanden. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr es natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten teilt das Video gerne und ganz, ganz wichtig, Leute, geht am 26. wählen.